Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Manga Review, der vierten, um genau zu sein. Aber worum geht's heute? Heute geht es um Elfenlied. Ja, würde ich einfach mal sagen, wir schnappen uns jetzt den ersten Band und fangen sofort mit der Review an. So sieht der Band übrigens aus. Also von hinten, von der Seite und von vorne. Ja, fangen wir einfach mal an. Diesmal beschäftigen wir uns also mit dem berühmt-berüchtigten Manga Elfenlied. Dieser Manga stammt aus der Feder von Lin Okamoto, welcher hierzulande eigentlich nur für diese eine Serie bekannt ist, da fast alle seine Serien es noch nicht nach Deutschland geschafft haben. Mit Ausnahme von einer Sammlung von Kurzgeschichten, welche hier in Deutschland unter dem Titel Lin Okamoto Short Story Collection erschienen sind. Aber vergleichbar lange Manga-Serien von ihm wie 9999 mit 13 Bänden, deswegen der Vergleich, wurden noch nicht in Deutschland veröffentlicht. Zwischen den Veröffentlichungen von Elfenlied in Japan und in Deutschland liegt ebenfalls ein recht großes Zeitfenster. Wohingegen er in Japan bereits 2002 in die Läden kam, geschah dies in Deutschland erst 2009. Der Manga erschien in einem Magazin namens Weekly Young Jump des Shueisha Verlags, der irgendwie alle Manga-Magazine zu machen scheint. Jenes Magazin beschäftigt sich entgegen den Erwartungen des Titels hauptsächlich mit Seinen-Mangas und richtet sich somit eher an die erwachsene Leserschaft. Demnach auch Elfenlied, der durch seine Freizügigkeit und vor allem der äußerst heftigen Brutalität in Deutschland auf Empfohlen ab 18 gestuft wurde. Die Brutalität geht anfangs hauptsächlich von der Declonius Lucy aus. Die Clonii sind eine neue, sehr gefährliche Spezies des Menschen, welche durch zwei Hörner zu erkennen sind und durch einen Trieb ständig andere Menschen ohne mit der Wimper zu zucken eiskalt umbringen. Lucy wurde daher in dem Hochsicherheitstrakt eines Forschungszentrums eingesperrt. Allerdings versucht sie zu Beginn des Mangas aus diesen auszubrechen und schafft dies, indem sie mit Hilfe ihrer vier Vektoren jeden umbringt, der ihr in die Quere kommt. Vektoren sind für Menschen unsichtbare, sehr lange Arme, mit denen die Declonii auf Distanz ohne Probleme morden können. Nachdem Lucy aus dem Forschungszentrum entkommen konnte, wurde sie von einem noch überlebenden Scharfschützen erschossen und fiel durch die klaffende Wunde an ihrer Stirn ins angrenzende Meer der Insel. Aber sie hat den Angriff überlebt und kommt am Strand des Festlands wieder zu sich und wird dort anschließend von den völlig ahnungslosen Japanern Kota und Yuka gefunden. Kota, in seiner Position als Protagonist der Serie, ist ein freundlicher Student für Naturwissenschaften und ist erst kürzlich an diesen Ort gezogen. Er darf freundlicherweise in der alten Herberge der Eltern seiner Cousine Yuka wohnen. Yuka selbst geht auf dieselbe Uni wie Kota und hat schon lange auf Kotas Rückkehr gewartet und umsorgt ihn folglich. Wobei sie allerdings nicht weiß, dass sich Kota kein Stück mehr an sie erinnern kann und dies natürlich vor ihr verheimlicht, weil das würde sie natürlich sehr kränken. Deswegen weiß sie es ja auch nicht. Und nun haben die beiden also am Strand Lucy gefunden und haben natürlich keine Ahnung von ihrer Brutalität. Allerdings wirkt Lucy auch nicht mehr brutal. Sie sitzt völlig hilflos und harmlos da und hat scheinbar ihr gesamtes Gedächtnis verloren. Ja, kann noch nicht einmal nur mal sprechen. Das einzige Wort, das sie fortan von sich gibt, ist New. Dies stellten auch Kota und Yuka fest, nannten sie demnach New und entschlossen sich anschließend New, also Lucy, mit nach Hause zu nehmen. Lucy hat also eine gespaltene Persönlichkeit. Einmal die kaltblütige Mörderin Lucy und einmal die harmlose, leicht dümmliche New. Der Hauptclou der Serie besteht also in gewissermaßen darin, dass die beiden nun ein scheinbar harmloses Mädchen bei sich aufgenommen haben, ohne zu wissen, dass dieses Mädchen eigentlich eine sehr brutale und eiskalte Mörderin ist. Sie sind also nicht in Sicherheit. Elfenlied ist die allererste Manga-Serie von Lin Okamoto und somit ist auch der Zeichenstil nach seinen eigenen Angaben noch überarbeitungsbedürftig.
Ich persönlich finde ihn aber eigentlich nicht schlecht und zeige ihn euch einfach mal kurz, damit ihr euch das ein bisschen angucken könnt und ein besseres Bild davon bekommt. Diverse Zeichenstile erklären kann nur schief gehen, das ist einfach, das zeigen die bessere Alternative. Ja, und hier, so sieht das Ganze dann aus. Das ist der Zeichenstil von Elfenlied. Mal hier, ich zeige euch so ein paar Seiten, dass ihr euch das so angucken könnt, auf euch wirken lassen könnt. Ja, das war es dann auch gewesen damit. Der Manga kam seinerzeit bei dem Verlag Tokyo Pop heraus, wobei wir, im Gegensatz zu den Japanern, die 12 Bände des Mangas zusammengefasst in 6 Bänden bekommen haben. Der Manga ist übrigens abgeschlossen, also somit bleibt es bei den 6 bzw. 12 Bänden. Deshalb sind diese Mangas von Tokyopop wirklich sehr dick, da schließlich 2 Bände in einem sind. Dafür haben sie aber auch mit gut 20,5 cm ein größeres Format als normale Mangas. Und um den stolzen Preis von 14 Euro pro Doppelband gerecht zu werden, gibt es auch noch einige wenige Farbseiten. Allerdings gibt es keinerlei Extrabände und folglich und noch nicht einmal ein Artbook, was wirklich recht schade ist. Soweit ich weiß, gibt es allerdings auch in Japan kein Artbook, wodurch wir hier in Deutschland also keinen der im Rückstand erdulden mussten. Elfenlied gilt der hierzulande als sehr beliebt und sehr viele sehen den Manga als Meisterwerk an. Und sogar Leute, die eigentlich nicht viel mit Mangas und Animes am Hut haben, lobpreisen die Serie in den Himmel. Dies kann ich durchaus nachvollziehen und dem schließe ich mich auch bedingt an. Es ist jetzt vielleicht nicht der beste Manga, den ich jemals gelesen habe, aber auf jeden Fall einer der traurigsten und somit auf alle Fälle einer meiner Lieblingsmangas, weil ich mag traurige Mangas. Allerdings ist es auch der brutalste Manga, den ich jemals gelesen habe. Ich musste anfangs schon sehr oft schlucken. Aber ich habe es durchgehalten und sage nun des Öfteren scherzhaft, dass ich durch diesen tollen Manga abgehärtet sei. Ich kann den Manga also auf jeden Fall sehr empfehlen. Hat er mich doch auch zu Tränen gerührt. Allerdings ist er, wie gesagt, wirklich sehr brutal und auch empfohlen ab 18. Das heißt zwar nicht, dass man jetzt unbedingt gleich 18 sein muss, wie bei der FSK. Ich bin selber erst 16 Jahre alt, aber es ist eine Warnung, die ich auch sehr berechtigt finde. Aber die Story ist wirklich packend und wer auf solche Psycho-Thriller und Splatter und sowas steht, sollte sich den Manga auf jeden Fall mal anschaffen. Und wer den Anime schon gut fand, sollte wirklich auch mal den Manga mal versuchen, da dieser nochmal um einiges aufregender ist, wie ich finde. Außerdem erzählt der Anime nur die Story der ersten 3, also der ersten 6 Bände der japanischen Fassung, von den insgesamt 6 bzw. 12 Bänden. Also so hat man im Manga gut das Doppelte von dem, was man im Anime geboten bekommt. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit dieser Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst ein bisschen was von Elfenlied Bescheid. Ja, und damit würde ich einfach mal sagen, das war's mit dieser Folge. Ja, und bis zur nächsten Review. Tschüss!